Hallo liebe Randfreaks, ja, guck mal hier, wir haben hier endlich unsere Holzabdeckung, ein bisschen höher machen, wir haben endlich unsere Holzabdeckung hier erneuert von unserer Garage, hier im Zwischenbereich, hier im Durchgangsbereich, da war das ganze Holz schon richtig weggegammelt, haben wir jetzt schöne Douglase jetzt eingebaut, hier so ein bisschen das alles neu gemacht. Da gut, ja, noch einmal ein Video vom Rasenfreak. Seid ihr dabei? Okay, gehen wir mal in die Werkstatt rein. Das weiß ich, ob ich ja schon mal gesagt habe. Hier, ich habe jetzt hier richtig super Licht in der Garage installiert für die tollen Bastelsession. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Also wir haben echt ziemlich viel rumgeschraubt hier. Wir haben hier Bewegungsmelder installiert auf beiden Seiten. Diese Glasscheibe, die ist gesprungen, die müssen wir noch ersetzen. Die ist auch gesprungen durch das Anschrauben hier der Deckbretter. Hier ist ein neuer Bewegungsmelder installiert. Da, ja, also eine Menge gemacht. Heute möchte ich euch noch mal erzählen, wie dieses Jahr so gelaufen ist, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat an der Rasensaison. Mal gucken, wie lange wir das jetzt hier machen. Also gut gefällt mir echt, was hier auf diesem, habe ich ja schon gezeigt, was hier, na, also hier das junge Gras, was das hier raus wächst. Also Hammer, ey. Bin ja fast verlockt, nochmal nachzusehen. Ja, also die Ostfläche. Die Ostfläche ist leider ziemlich katastrophal. Wegen des Krankheitsdrucks, wegen dem Rost auf der Pratensis. Das ist nicht weggegangen. Habe ich ja auch schon gesagt. Das sieht also richtig katastrophal aus. Unser Amberbaum sieht fantastisch aus. Das war eine gute Entscheidung. Wunderhübscher Baum. Das ganze Blumenbeet ist weg. Hier haben wir ja so ein riesiges Blumenbeet angepflanzt. Dann machen wir natürlich nächstes Jahr wieder was Neues. Sehr, 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 sehr starker Krankheitsdruck auf der Rasenfläche. Selbst hier auf meiner Superrasenfläche sieht man jetzt mittlerweile überall auch schon braune Spots. Hier, da, sieht schon aus wie die ersten Schneeschnimmel-Spots. Es war unglaublich feucht und regnerisch die letzten Wochen. Wir haben heute den 13. November. 13. November. Habe ich extra vorher meine Frau gefragt. Und boah, ja, das macht sich bemerkbar. Auch hier erste braune Flecken. Da erste braune Flecken in der Grosse Stolonifera. Die Festuca sieht gar nicht so schlecht aus. Auch so ein bisschen bräunlich teilweise. Sehr, sehr viele Wurmhäufchen, die ständig hier runter rakel. Die Eiche kommt jetzt noch mit dem Laub, das wird nochmal ein Act. Alle anderen Bäume sind schon laubfrei. Die Birken, unsere Birke hier ist laubfrei. Felsenbirnen sind laubfrei. Ja, auch hier auf der alten Westrasenfläche sehr viel Wurmhaufen, auch sehr weich der Boden. Ich muss tatsächlich hier noch mehr groben Sand einarbeiten, damit der Boden etwas stabiler wird, etwas sandiger wird. Das ist teilweise noch wirklich sehr lehmig, sehr schmierig. Gerade der Wurmhaufen-Dreck ist sehr schluffig, sehr schmierig und verteilt sich hier. Ja, kann man hier mal einmal ganz kurz zeigen. Hier so ein ganz frisches Häufchen. Na, das ist ein ganz schmieriges Zeug. Also, was hat er getan? Ah, Mist. Ja, das war eine ganz tolle Idee, Andreas. Na gut, dann muss ich mit links, mit rechts weitermachen. Ja, das ist schon, muss ich Finger waschen. Das ist ein Problem. Ja, aber die sind halt eben nur im Herbst und im Frühjahr da, die Würmer. Und sie sorgen für eine sehr gute, homogene Bodenstruktur. Das ist der Riesenvorteil. Und da will ich jetzt auch gar nicht so viel meckern.
muss man einfach mitleben. Das ist also, wer dagegen was tut, der ist ganz böse. So, gut, dass das Wasser noch nicht abgeschaltet ist. Ich glaube, wir haben heute Morgen auch nur so 5 Grad. Schon richtig kühl. Ja, grundsätzlich bin ich das erste Mal seit vielen Jahren jetzt im Herbst oder auch jetzt in der letzten Jahreshälfte mit meiner Rasenfläche doch sehr zufrieden. Trotz dieses wirklichen mager Stickstoffkonzeptes mit noch nicht mal 12 Gramm Stickstoff pro Jahr pro Quadratmeter. Erstaunlich, wie sich die Fläche darauf angepasst hat, wie die Festuca dadurch hier dominiert. Das finde ich sehr, sehr interessant, sehr faszinierend. Und auch die Dichtigkeit und die Grünfärbung sieht super aus. Ich habe ja mit Biostimulantien gearbeitet, nicht so kontinuierlich, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Das kann man sicherlich noch deutlich verbessern. Von der Regelmäßigkeit würde ich auch jetzt nicht alle 4 Wochen machen, sondern alle 2 Wochen. Ist ein großer Aufwand, tatsächlich mit dieses Ausspülen des Behälters. Aber das hat schon, finde ich, deutlich die Robustheit und die Dichtigkeit und die Vitalität der Gräser gefördert. Gar keine Frage. Tatsächlich irre sieht nach wie vor Diagrostis Stoloniferae aus. Also da kommt man natürlich immer wieder in Zweifeln, was jetzt der richtige Weg ist. Ich habe ja Festuca und Poa pratensis hier nachgesät. Das war hervorragend. Das war unglaublich erfolgreich. Gerade deshalb, glaube ich, sieht die Fläche jetzt auch im Herbst richtig gut aus. Durch die Nachsaat rechtzeitig aufgebracht, gut eingearbeitet, gut mit Sand abgedeckt. Könnt ihr nochmal nachgucken, das Video. Also das war eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Tatsächlich will ich nächstes Jahr 2-mal nachsehen, im Frühjahr und im Herbst. Die bubbern da hinten, deswegen gucke ich da hin. Wir haben ja gerade das Glasfaserkabel in die Straße gelegt bekommen. So eine polnische Firma hier, die ziehen hier durch. Das ist also fantastisch. Also ganz ehrlich, das ist der Oberhammer, wie diese polnische Firma hier mit einer Geschwindigkeit dieses Glasfaserkabel hier überall in die Straßen und über die Wege und in den Seitenrändern reinlegt. Also genial, also wirklich genial. Ich habe eine Sache hier noch in der Fläche, die sehe ich gerade, habe ich nämlich vergessen, euch mal zu zeigen. Das ist, habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Ich drehe erstmal die Kamera um. So. Und da seht ihr es. Und zwar, das ist so ein ganz komischer Pilz. Ganz komischer Pilz, der sich hier tatsächlich ziemlich flächendeckend, hier auch, da, überall, hier habe ich ihn auch gesehen, hier auch, überall hat sich so ein ganz blöder, brauner, überall hat sich so ein ganz blöder, brauner Pilz eingeschlichen, der so ganz bodennah, hier auch, da auch überall, also auch ganz neue Spots hier, der jetzt hier überall rauskommt. Pilze sind grundsätzlich nichts Schlimmes, aber einfach nicht schön. Wo war ich denn geblieben? Also Nachsaat war super. Wir werden im Dezember hier nochmal eine Bodenprobe ziehen lassen von Grashopper, die uns ja mit Dünger und Biostimulantien unterstützen. Könnt ihr auch gerne mal in deren Shop reingucken. Mache ich jetzt ein bisschen Werbung für die, weil die haben wirklich gute Produkte. Und die habe ich ja das ganze Jahr benutzt. Und damit muss ich sagen, bin ich doch sehr zufrieden. Also wirklich, ja, klingt jetzt nach Werbung, ich weiß. Aber nee, es sind schon ziemlich coole Sachen, die da anbieten. Wird auch vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr werden. Mal gucken, so ein paar weitere Produkte wollen die jetzt in den Shop mit aufnehmen.
so dass sie halt jeder kaufen kann. Das größte Problem ist die Zulassung. Das größte Problem ist tatsächlich die Zulassung der Produkte für den ganz normalen Verbraucher. Das sieht im Profibereich ein bisschen anders aus, aber da sind die sehr, sehr, sehr korrekt und müssen die Etikettierung, die Anmeldung und so weiter, das muss alles sauber sein, damit diese Produkte auch hier ganz offiziell und ganz sauber in Deutschland verkauft werden dürfen. Kommen wir mal zur Abschlagsfläche. Auch da nochmal ein Shot drauf. Ich drehe mal wieder um. Jups. So, das ist meine Abschlagsfläche. Bisschen ja, zugestreut mit den Blättern hier vom Bambus. Das ist immer nicht so schön. Ja, die sieht tatsächlich schon ziemlich dunkelgrün aus. Es ist ja die Mischung Dunkel von Mein schöner Rasen vom Julian Pech, die ich ja jetzt auch beworben habe. Tja, ist so. Und sie sieht nicht schlecht aus. Sie ist auch so ein bisschen krankheitsgeschädigt schon. Hier überall, da und da. Und hier ist sie auch so ein bisschen heller. Da sieht man überall auch so braune Helmchen. Auch hier ein paar Unkräuter dazwischen. Da habe ich tatsächlich doch auch ein bisschen wenig Stickstoff auf die Fläche draufgebracht. Die hätte tatsächlich ein bisschen mehr Stickstoff gebraucht, um kräftiger zu wachsen, dichter zu werden. Das liegt, glaube ich, nicht an der Rasenmischung, sondern das liegt doch schon an der Nährstoffversorgung. Da ist ja die Lolium perenne, das deutsche Weidelgras, drin. Und die Korsika, ne, die Sorte Korsika, eine sehr dunkelgrüne, ausläuferbildende Sorte, die ihr ja auch in dem Video hier gesehen habt von der Firma Freudenberger. Und ja, die braucht halt ihren Stickstoff. Das deutsche Weidelgras braucht Stickstoff. Zwar viel Stickstoff. Und das muss ich natürlich für die einzelnen Flächen auch dann richtig anpassen. Hier die auf der großen Fläche, auf der Vestuka-Fläche, wenig Stickstoff. Auf meiner neuen Ostfläche auch sehr wenig Stickstoff. Vor allen Dingen Vestuka und Poa Pratensis. Die brauchen ein bisschen mehr, ich weiß. Aber die muss ich dann daran gewöhnen. Und hinten auf der Abschlagsfläche, da muss halt eben mehr Stickstoff drauf. Ja, es sollte ein bisschen sonniger sein. Heute ist es leider nicht. Eben war die Sonne draußen, deswegen habe ich mich ganz schnell angezogen und bin rausgerannt, um euch noch mal ein paar Shots hier zu zeigen. Ja, was mache ich nächstes Jahr? Letzter Punkt vielleicht für heute. Was mache ich nächstes Jahr? Ich werde auf jeden Fall mit dieser Vestuka Rubra, mit dem Rotschwingel, weitermachen. Ich werde auf jeden Fall bei meinem Düngerkonzept bleiben. Wenig Stickstoff, ganz wenig Phosphor und eben richtig Kalium. Wir haben ja vor fast 2 Jahren die erste Profi-Bodenprobe gezogen. Und das machen wir jetzt im Dezember nochmal. Ich bin gespannt nach 2 Jahren, wie sich dann die Werte verändert haben. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also, jetzt läuft mir die Nase. Oh Mann, ey, es ist kühl. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt darauf. Also, muss ich immer wieder sagen, bleibt dran. Vergesst ein Abo nicht dazulassen. Dann kriegt ihr immer gleich die Infos, wenn ich nochmal ein Video hochlade. Jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird ja nicht mehr so oft vorkommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei bleibt. Vielen Dank für eure auch ganz, ganz lieben Kommentare, gerade auch zu meiner Frau, die hier ab und zu mal dabei ist. Ich werde sie ein bisschen mehr mit reinziehen, glaube ich. Das macht euch zumindest sehr viel Spaß und ihr macht es, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß, aber mal gucken. Ja, okay. Das Wichtige, was ich ja hier mit meinen Videos vermitteln möchte, ist die Begeisterung für schöne Rasenflächen, die Begeisterung für die Arbeiten, das Rasenmähen, die Pflege, das ist das, was mich begeistert, was mir Spaß macht. Dadurch ist die Wintersaison natürlich immer eine stressige Saison für mich. Ja, ihr sollt natürlich auch ein bisschen was lernen, aber ich möchte auch vor allen Dingen euch unterhalten. Ich hoffe, das gelingt mir auch ab und zu mal. Und ich möchte auch natürlich weiterhin ein bisschen Werbung machen. Ganz klar, wir müssen das irgendwie finanzieren. Ganz so kostenlos ist das alles nicht hier, was wir hier machen.
Und deswegen machen wir weiter auch ein bisschen Werbung. Vielleicht auch mal ein bisschen weniger teure Maschinen. Mal gucken, weiß ich doch nicht. Ja, das soll eine gute Balance haben. Einfach hier so ein Vlog, so ein bisschen einfach Rasenmähen zeigen und auch dann mal gerne Technik, neue Rasenmäher, neue Geräte zeigen. Das soll in einem guten Einklang, in einem guten Verhältnis bei uns bleiben. Und schreibt immer, wenn euch das nicht passt oder wenn euch das nicht gefällt oder was ihr euch doch so wünscht, dann versuche ich natürlich darauf zu reagieren. Ja, lieber Radelfix, ich wünsche euch jetzt eine schöne Winterzeit, eine gemütliche Zeit mit Kamin, mit Kerzen, mit was weiß ich, mit schönen Filmen. Kann man ja auch im Winter besser gucken als im Sommer, wenn es immer so hell ist. Genau, was auch immer ihr jetzt so im Winter macht, schreibt gerne in die Kommentare. Was macht ihr im Winter jetzt außerhalb der Rasensaison? Womit beschäftigt ihr euch? Ich habe jetzt leider kein richtiges Projekt für den Winter. Also ich hatte jetzt keine Idee, was ich mal so groß machen könnte. Also an Bastelarbeiten. Wir machen gerade ganz viel am Haus. Das, wie gesagt, hier den Eingang. Ich habe ganz viel Elektrik repariert. Wir haben neue Leuchten in unser Badezimmer verlegt. Ich ziehe da ganz viel Kabel und was nicht alles. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt mache und machen will. Muss man ja auch ein bisschen dranbleiben, dass das Haus nicht verfällt. Das ist schon fast 30 Jahre alt. Wir wohnen ja seit fast 30 Jahren. Wir haben 94 gebaut, sind 95 hier eingezogen. Das heißt, in 2 Jahren haben wir hier unser 30-jähriges Jubiläum. So, Schluss jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.